Ein weiterer Fall mit einer Dehnfraktur. Hier hingegen sieht man im MR sehr deutlich, dass es keine Verletzung des ZNS gegeben hat. Es hat sich hier lediglich das hintere Längsband wurde teilweise zerrissen, aber das Hirngewebe und das Rückenmark blieb unverletzt. Das ist insofern wichtig, weil wir dann wissen, dass die Person nicht sofort handlungsunfähig wurde. Das heißt, es ist eigentlich keine direkte Todesursache. An dieser Verletzung ist diese Person nicht gestorben. Dass es verletzungsfrei war, hat man dann auch in der Autopsie festgestellt. Nun haben wir ja auch immer wieder mit fäulnisveränderten Leichen zu tun. Und in diesem Fall ist eine Diagnostik am Gehirn nahezu unmöglich. Das Hirngewebe, man sieht es auf dieser Seite, ist zerfließlich, man kann es nicht mehr schneiden, man kann keine Strukturen mehr zuverlässig erkennen. Ganz im Gegensatz dazu, im MR-Bild sieht man sehr deutlich noch die Einblutung im vorderen Bereich und man sieht auch sonst, dass man noch zahlreiche feine Hirnstrukturen sehen kann. Ein weiteres Thema sind Mikroblutungen, hier in diesem Fall sehr ausgeprägt im ganzen Hirnstamm. Diese darzustellen ist schon sehr schwierig. Man sieht hier noch diese ganz kleinen dunklen Punkte, die darauf hindeuten. In diesem Fall aber sind die Mikroblutungen wirklich sehr dezent und konnten im MR nicht dargestellt werden. Das heißt, hier sind diverse Anpassungen und neue Entwicklungen notwendig. Im Bereich der Neurotraumatologie sehen wir die Prioritäten vor allem bei der verbesserten Darstellung von Mikroblutungen, wie wir es gerade vorher gesehen haben, Darstellung von Faserverläufen und Faserunterbrüchen und auch wieder bei der Visualisierung für das Gericht. Susceptibility-Weighted Imaging ist eine MR-gestützte Modalität, die sehr geeignet ist, um kleine Blutungen darzustellen, weil sie auf den magnetischen Eigenschaften des Blutes basiert. In der eher konventionellen Bildgebung sieht man, dass man die Blutungen nicht erkennen kann, im Flair überhaupt nicht und im T2 nur andeutungsweise. Hingegen im SWI sieht man sehr deutlich die beiden dunklen Stellen, die kleine Blutungen anzeigen. Die andere Art von Bildgebung, die Fusion Tensor Imaging, ist ebenfalls MR-basiert und beruht darauf, dass man Diffusionsströme entlang von Fasern misst. Wir haben das in einer kleinen Machbarkeitsstudie ausprobiert, weil man überhaupt nicht wusste, ob das am postmortalen Gewebe überhaupt noch geht. Und ich zeige hier jetzt einen Fall von einem abgestürzten Drachenflieger, der autoptisch Einblutungen in den Hirnstamm hatte. Wir haben die auch histologisch nachgewiesen, man sieht hier die Blutungen und daneben sieht man eine sehr stark aufgelockerte, gewellte Struktur der Nervenfasern. Wenn wir die mit einem Auswertungsprogramm darstellen, dass diese Richtung, die Hauptrichtungen der Diffusion so als kleine Striche darstellt, wobei die roten in Längsrichtung, die Diffusion in Längsrichtung zeigen und die gelben und blauen in quer, sieht man hier im ersten Bild, das ist die Region, wo man die Blutungen im Hirnstamm gesehen hat. Wenn man nun diese Region mit den beiden anderen Kontrollfällen vergleicht, nämlich mit einer lebenden Person und mit einem Verstorbenen, der an einem Herzinfarkt gestorben ist und im Hirn keinerlei Verletzungen hatte, sieht man deutlich, dass hier Unterschiede bestehen. Ob es wirklich sich dann ausgeht, ob man damit wirklich was anfangen kann, wissen wir noch nicht. Wir haben aber die Hoffnung, dass man damit Faserverletzungen nachweisen kann, weil bis zu diesem Zeitpunkt ist die ganze Neurotraumatologie gestützt auf Blutungen. Und alles, was nicht Blutungen ist, konnte man bis jetzt nicht vernünftig darstellen.
Deshalb haben wir die Hoffnung, dass man gerade auch in Fällen, zum Beispiel beim Schütteltrauma vom Kind, dass man Faserläsionen darstellen kann. Das ist eine andere Darstellung, genau desselben, hier dreidimensional als sogenannte Fasertrakte. Das kann man dann drehen und schauen, wo die Fasern rupturiert sind. Das ist nur ein Bild, das die Diffusion farbkodiert zeigt. Für das Gericht sollte man Befunde möglichst anschaulich präsentieren können. Das heißt, anschaulich heißt farbig und dreidimensional und so gut abgegrenzt, dass es jeder, der auch nie mit Medizin zu tun hatte, erkennen kann. Wir möchten die Segmentierung einsetzen, um Strukturen besser darstellen zu können. Segmentierung ist eigentlich ein mathematischer Prozess, mit dem man Bilder, die fertig gemacht sind, bearbeitet. Man sieht hier, dass man verschiedene Strukturen so sehr schön markieren kann. Und in Zukunft sollen das nicht nur wie hier verschiedene Hirnareale sein, sondern zum Beispiel eben auch Blutungen oder andere Verletzungen. Nun haben wir bis jetzt meistens fast nur von der postmortalen Bildgebung gesprochen. Wir haben aber eine zunehmende Zahl von lebenden Gewaltopfern, die wir jedes Jahr rechtsmedizinisch untersuchen. Themen sind dabei Vergewaltigung, Strangulation, Messerstechereien oder Kindsmisshandlung zum Beispiel. Der heutige Standard in der rechtsmedizinischen Untersuchung beruht aber rein nur auf einer äußeren Untersuchung. Und zwingend ist dabei, dass man die inneren Befunde völlig verpasst. Man sieht sie halt nicht. Da soll Bildgebung eine wichtige Lücke schließen. Hier auf der Seite sehen Sie einen aktuellen Fall, wo man uns die Bilder geschickt hat mit der Frage nach der Beurteilung, ob es sich bei dem Bild eines einjährigen Jungen um ein Schütteltrauma handeln könnte. Man sieht hier vorne und hinten auf der rechten Seite eine Einblutung. Das Ludwig-Boltzmann-Institut für klinisch-forensische Bildgebung wurde dieses Jahr gegründet und hat genau zum Ziel, eine Basis zu schaffen für eine standardisierte Anwendung von bildgebenden Methoden in der klinischen Rechtsmedizin. Wir wollen prospektive forensisch-radiologische Studien über einen Zeitraum von 7 Jahren durchführen, damit wir auch genug Patienten haben. Betreiben wir seit 1. Oktober eine Gewaltopferambulanz, wo sich Leute, die Opfer von Gewalt wurden, rund um die Uhr rechtsmedizinisch untersuchen lassen können und Spuren sichern lassen können. Unsere Partner bei dem Institut sind die Medizinische Uni Graz mit dem Institut für Gerichtsmedizin, die Karl-Franzens-Universität in Graz mit dem Institut für Strafrecht, Siemens Healthcare in Erlangen und Österreich und das Oberlandesgericht Graz in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Justiz. Diese Partner sind sehr wichtig für uns, vor allem weil sie uns in ganz verschiedenen Aspekten unterstützen. Während Siemens eher auf der technischen Seite liegt, wird uns das Oberlandesgericht vor allem bei der Anwendung der Bildgebung dann vor Gericht unterstützen und uns die Rückmeldung geben, ob das, was wir für Sie produzieren, Ihnen auch etwas nützt. Das heißt, unsere Vision ist nicht nur auf der äußeren Untersuchung basieren, sondern in Zukunft, dass man das MR dazu hat und eine Auskunft darüber, was im Körper passiert ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Scheurer. Ich hoffe, dass wir Ihnen haben zeigen können, dass es ganz neue, spannende Anwendungen von der MR gibt, jenseits der herkömmlichen anatomischen oder funktionellen Bildgebung. Ich persönlich meine, dass die beiden Beispiele, zelluläre Bildgebung der Schlaganfalltherapie und forensische Bildgebung, zwei ganz besonders vielversprechende Ansätze sind, von denen wir in der Zukunft sicherlich noch sehr viel hören werden. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend oder schöne Tage auf der Medica. Wiedersehen.